Sinds augustus van dit jaar beschikt Jung Heinrich over een nieuw centraal onderdelenmagazijn. Het nieuwe centrum staat in Kaltenkirchen, op steenworp afstand van de Noord-Duitse fabriek in Noordenstedt. Het gloednieuwe onderkomen moet bijdragen aan een nog snellere en efficiëntere distributie van reserveonderdelen wereldwijd. Daarnaast is het een ideale showroom, aangezien de afdeling logistieke systemen van Jung Heinrich het magazijn ontwierp, plande en realiseerde. Vestigingsmanager Steven Brehm geeft tekst en uitleg. Jung Heinrich hat in Norderstedt das alte Zentrallager und das alte Zentrallager ist an die Wachstumsgrenzen gestoßen, weil Jung Heinrich eben auch jährlich wächst, auch im Rahmen der Wachstumsstrategie weltweit. Und deswegen haben wir uns entschieden, eben einen neuen Standort zu bauen, damit wir dieses weltweite Wachstum weiter abbilden können, da eben unser Standort in Norderstedt zu klein geworden ist. Wir haben Hochregallager, Großteile und auch Kleinteile vollautomatisiert. Das heißt, wir bekommen hier Teile rein, lagern die ein und versenden von hier dann weltweit Ersatzteile zu unseren Technikern, insbesondere in Europa, aber auch weltweit zu unseren Händlern von hier aus Ersatzteile. Het Spare Parts Center ist aufgeteilt in diverse Sektoren. De onderdelen die binnenkomen worden met behulp van mobiele werkstations gecontroleerd en vervolgens opgeslagen in de daarvoor bestemde afdelingen. Het volledig automatische hoogbouwmagazijn is 91 meter lang, 32 meter breed en 31 meter hoog en telt 7 gangpaden. Goed voor een totaal van ruim 21.000 palletlocaties. Met 7 kranen komt de capaciteit op 210 dubbelspelen per uur. Kleinere onderdelen worden in bakken naar het automatisch mini-loodsysteem getransporteerd van 61 meter lang en 11 meter hoog. De capaciteit van het mini-loodsysteem bedraagt 1200 dubbelspelen per uur. In conventionele palletstellingen treffen we de milieugevaarlijke stoffen. Deze opslag wordt bij calamiteiten automatisch vloeistofdicht afgesloten. Ook is er een opslaggebied voor ongewoon grote artikelen, zoals mast- en chassisdelen. Een kleine 600 snellopers zijn voor de medewerkers direct toegankelijk. De opslag is verdeeld over 2 etages. Voor de verwerking van de binnenkomende orders worden de benodigde pallets en bakken naar 1 van de 20 werkstations gebracht. Na consolidatie komen de orders via transportbanen op de expeditieafdeling. Een van de belangrijkste doelen is een snelle doorlooptijd van 30 à 45 minuten, waarbinnen het bestelde onderdeel beschikbaar moet zijn voor verzending. Als het centrum op vermogen draait, worden er dagelijks 8000 orderregels verwerkt. Wat jetzt sich für den Kunde positief verändern wird, ist, dass wir durch dieses Lager, weil wir eine verkürzte Durchlaufzeit haben, dass wir die Abfahrtzeiten später machen können. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde bis, sagen wir, 15 Uhr bestellt, werden wir mit diesem Lager dann in einigen Märkten bis 16 oder 17 Uhr bestellen können. Das heißt, dass eben die Teileverfügbarkeit in den Abend sich dadurch merklich verbessert. Was eben auch wichtig ist, wir sind hier ein weltweites Lager. Das heißt, wir haben eine Arbeitszeit hier von 7 bis 22 Uhr. Das heißt, wir können eben weltweit Ersatzteile liefern und auch nach Feierabend zum Beispiel in Deutschland oder auch in Holland können wir eben auch noch Notfallsendungen hier herausbringen. Und natürlich, weil das Lager sehr groß ist, haben wir auch die Möglichkeit, deutlich mehr Teile zu lagern. Das heißt, wir werden unsere Verfügbarkeit, die heute ungefähr bei 95% liegt, in den nächsten Jahren bis auf 98% steigern können.